Hey Mädels, heute demonstriere ich euch mal, wie man Crackling-Nagellack ordentlich und sauber auf eure Nägel aufträgt. Also, zuerst braucht ihr einen Überlack. Der ist zum Beispiel vom Claire's. Wenn er getrocknet ist, braucht ihr einen einfachen Nagellack mit Farbe, würde ich euch empfehlen. Danach tragt ihr einfach den Crackling-Nagellack von P2 auf. Und danach der Überlack als Versiegelung sozusagen. Gut, dann fangen wir mal an. Zuerst tragt ihr ordentlich und sauber den Unterlack auf. Nehmt aber nicht zu viel. Wenn das getan ist, lasst ihr ihn ordentlich gut trocknen. Das habe ich schon mal vorbereitet, zumindest die eine Hand. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in der Zeit schon mal zwei oder ein Ohrstäbchen, Wattepad oder so für kleine Verfeinerungen nehmen, wenn ihr euch zum Beispiel drüber gemalt habt. Jetzt nehme ich einen bunten Lack, der ist von P2, Türkis. Und tragt den auch vorsichtig auf eure Nägel auf. Wenn ihr drüber malt, ist das nicht schlimm, denn ihr habt ja die Wattepads, wo ihr das dann wieder wegmachen könnt. So, das lasst ihr erstmal eine Weile trocknen. Und in der Zeit, wo es trocknet, könnt ihr ja erstmal die Wattepads mit Nagellackentferner eintauchen und die Reste entfernen, wo ihr drüber gemalt habt. Und wenn der übergemalte Nagellack schwer abgeht, dann nehmt ihr euch einfach einen Zahnstocher.
Gut, jetzt muss erstmal gewartet werden. Gut, wenn jetzt der Nagellack getroffen ist, kommt der Crackling-Nagellack zum Einsatz. Ihr streicht ihn ganz vorsichtig über eure Nagel. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und versucht einfach schnell zu arbeiten, denn der Crackling-Nagellack trocknet ziemlich schnell. Und wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn ihr übermalt. Das könnt ihr immer noch wegmachen danach. Und versucht am besten immer in der Mitte von dem Nagel anzufangen. Und arbeitet euch dann immer nach außen. So, und wie ihr seht, braucht ihr es eigentlich gar nicht lange trocknen zu lassen, damit er so zerreißt, so wie es sein soll. So, und jetzt könnt ihr nochmal das verbessern, was ihr vorhin übergemalt habt. Und natürlich sieht Crackling-Nagellack auf längeren Nägeln besser aus. Aber mein Freund, der hier dafür irgendwie herhalten musste, der hat nun mal nicht so lange.
So, und wenn ihr das Gefühl habt, dass es ordentlich genug für euch aussieht, nehmt ihr einfach den Überlack und versiegelt das Ganze. Dann heißt es bloß noch warten, bis es trocken ist. Und et voilà, fertig. Tschüss!